Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Warum bin ich im Menü von Rain? In der letzten Folge haben wir, was haben wir da nochmal gemacht? Ach ja, wir sind in Triad, glaube ich, gewesen. Haben uns ein bisschen umgeguckt, haben diese komische Teufelssache da bekommen. Und, ja, wir sollen ja, wir sollen gar nichts, aber wir gehen jetzt mal durch die ganze Stadt und tun Nebenquests machen. Und als nächstes war Isolde dran. Tried, ja, Isolde. Ups. Dann gucken wir mal da, ob wir da irgendwas machen können. Aber bis jetzt war er noch richtig erfolgreich so. Na, mit den ganzen Dingens hier. Nebenquests. Mischgel. Ja, und ich nutze die Fähigkeit von Zellos noch richtig aus. Ich finde mal, irgendwann kommen so kampfbezogenere Quests. Weil ich möchte auch gerne mal wieder ein bisschen kämpfen. Das ist schon ewig her. Gibt ja immer so ein paar Attacken, die ich lernen muss und so. Deswegen, ja. Ein bisschen Action kann jetzt auch mal wieder rein. So, du. Alfred. Ach ja, den müssen wir auch noch finden. Alfred, ja. Nicht Alfred. Alfred Vincent oder was? Supergranulator, sehr gut. Mir ist auch aufgefallen. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesehen. Hier. Wir haben ja noch ein Gericht. Ich habe so das Gefühl, hier kriegen wir irgendwie so kurz vorm Ende oder nach dem Ende, weil die sind irgendwie so perfekt sortiert. Deswegen habe ich hier irgendwie nur einen verpasst. Er dreht mich auf. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann noch finden. Wahrscheinlich werde ich, wenn das Spiel durch ist, hier alles offscreen nochmal durchstöbern, um irgendwas zu finden. Oh, das sieht nach einem Monster aus. Diesmal kommst du uns nicht. Rette sie. Lass sie in Ruhe. Collette immer noch mit den Klamotten von Leuten. Aufhören! Nicht ihr wieder, wenn ihr euch wieder einmischt, erledigen wir euch auch! Nein, es ist nicht so, wie ihr denkt. Professor Rain, bitte! Ja, sofort! Ach ja, da ist die Tochter hier von den Typen aus Palma Costa. Ich habe mir gerade vorher gegen den Kopf geschlagen, damit mir halt wieder einfällt. Geht's dir gut. Clara, nicht wahr? Kannst du mich hören? Ja, vielen Dank. Ich habe endlich meinen Körper zurückbekommen. Der Göttin sei Dank, ich bin so froh. Was? Warum hat sie sich das Monster in eine Frau verwandelt? Bist du bescheuert? Sie war schon immer eine Frau. Sie wurde nur von den Designs in ein Monster verwandelt. Wie kann ich euch nur danken? Ich habe nur vage Erinnerungen an mein Leben als Monster. Aber ich erinnere mich, dass ihr Palma Costa gerettet habt. Es tut mir leid, ich bin schuld. Ich hätte stärker sein müssen. Nein, Auserwählte, du hast sogar jemanden wie mich gerettet. Clara. Ich werde nach Palma Costa zurückkehren. Ich weiß zwar nicht, was ich tun kann, aber irgendwas muss es geben. Pass gut auf dich auf, Auserwählte. Ich bete, dass du erfolgreich sein wirst. Okay, Palma Costa wären wir sowieso irgendwann gegangen. Also können wir uns da eine Belohnung abholen. Wie wär's mit so einer Teufelswaffe? Das wäre ja richtig Knorke. Jetzt wo Palma Costa, das ist nicht der einzige Hafen. Ach ja, Palma Costa wurde ja zerstört. Nein! Dreck. Jo, zukünftige Schönheit. Ah. Ja, ich hab's vergessen. Palma Costa ist ja tot. So ein Dreck. So, Alfred. Okay. Ich komme ja nicht raus, zum Teufel. So genug Platz. Oh. Kein Schwein versteht, was ich sage. Ah ne, das war eine Moringal, das ist doch eine Möwe, ne? Ja. Ein kleines Cameo aus dem Running Gag aus Tales of Xillia. Vielleicht fliegt der Typ ja auch irgendwann hier so rum. So, kein Schwein versteht, was ich sage. Mein Hund ist schon wieder abgehauen. Ja, super. Soll ich den Namen geben? Leute, ihr habt ein gesuchter Straftäter. Aber hinweisen, wenn sie sich an die nächste Menschen fahren. Ja, gibt's nicht mehr. Ha! Ho! Hallo, meine zukünftige Schnuckelchen. Hm, was? Okay. Leute, du bist ein bezauberndes Wesen. Ach je. Hallo, schöner Tag, Silberrand. Hallo. Na. Oh. Könnt ihr mir nicht auch irgendwie so eine Teufelswaffe geben oder so? Hi, na?
Hallo Prinzessin. Hey, wenn du nicht weggehst, findet er mich. Die ist da. Warte mal, ich zünd das hier an. Zünden wir das Haus an, dann kommt sie bestimmt raus. Ach, ihr seid, seid ihr weg? Das ist hier irgendwie langweilig. Niemand findet mehr. Okay. Was ist denn der da für Probleme gehabt? Leila, du redest immer noch von Alfred. Warum beachtest du mich nicht? Weil Alfred einfach der Beste ist. Ich habe keine Ahnung, ob er das nochmal ist. Ja, das ist so ein Pirat gewesen. Xelia war das ein Pirat. Oder ein Abenteurer. Die war, glaube ich, ein Pirat, ne? Das ist keine Frau. Ah! Oh, kein Schwein versteht, was ich sag. Ja, da war's dann hier schon. Aber geht die denn jetzt hin, wenn Palma Costa zerstört ist? Oder konnte man halt auch schon, oh. Oder konnte die halt auch schon machen, nachdem, bevor wir hier dieser Baum rausgekommen ist und alles zerstört hat. Glaube ich nicht. So, was ist der nächste halt? Palma Costa, ja, was das angeht. Ja, wenn er wenigstens irgendwie rein könnte wieder. Ne. Man kann ich nicht, ne? Ne, ich weiß noch, wie ich so geschockt war, als ich gesehen habe. Ach ja, das ist auch zerstört. So, nächste. Asgard. Da. Na. Weil dann haben wir auch alle Städte hinter uns, dann können wir mit der Story weitermachen. Was ich aber wahrscheinlich heute nicht mehr machen werde. Weil so lange möchte ich nicht aufnehmen. Ich habe voll die Kopfschmerzen und das ist einfach nicht. Unter solchen Voraussetzungen kann ich einfach nicht aufnehmen. Okay, ich kann in die Menschenfarm reingehen. War die nicht zerstört? Ach nee, war mal doch mit Dingens auch, ne? Mit, boah, wie heißt der Typ nochmal, dieser blauhaarige? John. Okay, hier gibt's auch nichts mehr zu tun. Boah, meine Nase, die juckt die ganze Zeit. Ich habe voll Angst, hier in das Mikro zu niesen. Ah. So, dann jetzt nach. Luin, ja, da müssen wir ja noch Geld spenden. Also, das ist ja müssen, aber... Ich mach's halt einfach, weil ich so viel Geld habe und irgendwie kann ich in letzter Zeit nichts mehr kaufen. Deswegen... Warum nicht? Oh. Asgard wollte ich doch. Ich gehe schon zum nächsten Ziel. Ich war noch gar nicht in Asgard. Lass mich da landen. Hier ist Asgard, ne? Ja. Aber dann kann ich die Welt auch auswendig. Hätte das gedacht, ich spiele das Spiel lang genug, um die Welt auswendig zu kennen. Paprika. Passier schon 38 brauche ich, ja. Brauche ich nicht, ich kann fliegen. So, lass mal hier übernachten. Nebenquest und so. Ich könnte auch theoretisch hier vor dem allerletzten Boss irgendwie so den ganzen Nebenquest anmachen, aber was? Anfangen, meine ich. Und ja. Könnte ich machen, aber dann. Ich rüste ich mich sozusagen nur noch für einen einzigen Gegner aus. Das ist auch ein bisschen blöd. Also wäre auch schon irgendwie von den Sachen, wie wenig halt auch ist, die ich hier bekomme, irgendwas noch benutzen können. Okay, gibt es wahrscheinlich auch optionale Sachen und so was alles, aber ein bisschen Sachen möchte ich auch noch in die Story hier einsetzen. Wo wir haben bis jetzt eigentlich nur Kostüme bekommen. Ja, das ist wirklich das einzige, was wir bekommen haben. Und Titel. Das Wissen der alten Kultur. Was für ein hübscher Anblick. Nee. Ja, ne, könnte ich ja nicht irgendwie ein Kostüm für Rain bekommen hier, was sie da im Dings getragen hat, in dieser einen Zeremonie. Müsste ich doch bestimmt auch hier irgendwie bekommen, ne? Alt. Zyklon und Typhoon, ne? Vielen Dank. Hey, wer bist du denn? Was? Oh, habe ich das letztes Mal auch schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Gib mal einen Grad-Shop, ja.
372, das ist nicht viel. Ich habe, glaube ich, mal einmal einen Glücksbeutel oder so geholt. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das funktioniert. Ich glaube, Gradpunkte bekommt man, wie schnell man einen Kampf erledigt. Da können wir ja gleich mal probieren. Also gehen wir mal irgendein so ein Gebiet, wo ganz schwache Viecher rumlaufen. Dann machen wir die ganz schnell fertig und dann gucken wir mal, wie viel Grad ich bekomme. Ich glaube, die Geschwindigkeit, wie man den Kampf beendet, das hat doch irgendwie was damit zu tun. Und er kann auch irgendwie abnehmen, wenn man zu lange kämpft oder zu viel Schaden bekommt und was weiß ich. Weiß natürlich nicht, wie er hier läuft, aber ungefähr so wird das bestimmt funktionieren, ne? Hi, na? Die guckt noch nicht mal. Wir gucken uns noch nicht mal an, die hat die Wand gemeint. Du bist cool, ja. Ah, ich glaube, ich habe es noch immer drauf. Mann, bin ich gut. Hi, na? Wirbelwind. Was habt ihr alle für komischen Namen? Ja, ich verstehe, hier ist windig. Aha, alles muss nach Wind heißen. Wie ist das Gasthaus? Wenn das auch irgendwie so was mit Wind heißt, ne? Ja, ich bin... Hey, auf meine Frau anzubaggern. Oh, das macht keinen Spaß. Ja, ich habe trotzdem abbekommen. Was machst du jetzt? Ja, wie heißt das Ding hier? Wenn das jetzt irgendwie Wirbelwind oder Windsturm oder was weiß ich heißt. Frischen Brise, ey. Ja, hier ist windig. Hier muss alles nach Wind heißen. Das ist ein Windsofa. Das ist ein Windtisch. Unsere Lampen, die werden mit Wind hier betrieben. Ja. 12 Minuten und wir haben was gemacht. Wir haben hier die Clara hier gefunden. Von der wir überhaupt keine Ahnung haben, was sie jetzt überhaupt macht. Steht vielleicht die ganze Zeit hier vor Palma Costa, denkt sich so, oh verdammt, das ist kaputt. Ja, ne, ihr Vater und so, der ist ja jetzt auch tot wahrscheinlich. Würde es ein bisschen so beruhigen, wenn ich wüsste, die sind irgendwo anders hingesiedelt oder so. Also bevor er zerstört wurde, aber konnten die wissen. Die konnten ja schlecht irgendwie, während das gerade zerstört wurde, hier verlassen. Einer. Na, kleiner Diddlefoot. Verstehe immer nicht, warum hier drei Gasthäuser sind, ey. Die müssten doch... Fresco. Ja, oder hast mal einen normalen Namen dafür, übernachte ich hier. Voll sinnlos. Auf Wiedersehen, yo. Hat jetzt voll gewacht. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch alles abklappe. Ich habe irgendwie so... verlangt, den Wunderkoch noch zu finden, hier in den letzten... Also den letzten, ich glaube nicht, der letzte ist, aber dieses letzte Ding, was hier fehlt, hier zwischen den letzten Vieren. Wundermittel. Na, ja. Ich bin jetzt noch niemand irgendwie so angeekelt gefühlt hat, ey. Da irgendwo war doch hier so ein Labor, ne? Gucken wir nach mal. So, so ein Teil versteckt er sich bloß. Ihr versteckt euch immer noch. Ich boah, Granulat, geil. Hi, na? Ich komme nicht vorbei. Ich steckte da ein bisschen fest. Ist hier irgendwie? Ich kann ihnen irgendwie nicht sagen, jeder Kind ist da, ne? Ja, Finsternis. Hat jetzt genau das gleiche gesagt zu der anderen. Egal. Hier war das Labor, ne? Hi, na? Oh. Wenn das Buch vollständig ist, was für ein Buch? Monsterbuch? Itembuch? Ja, da kann man irgendwie sehen, wie voll das schon ist.
Aber ich finde, das ist irgendwie... Ach, 75%, sehr gut. Aber nur gesehen, ne? Oder muss ich die... Ich muss die auch nicht analysieren, oder? Ja, wenn man analysiert hat, dann sieht man hier die Schwächen, KP und oder sowas, ne? Für Album. 82%, 69. Ah, okay. Das ist aber gut. Ich habe noch nicht alles zu essen gehabt. Was? Figurenalbum. Da steht nix. Ja, okay. Wenn die Prozentzahl ansteht, dann ist das ja nicht so schlimm. Mehr Granulat. Ich bekomme ganz schön viel Granulat. So, du warst doch storybezogen. Er weiß zwar, ich war in einem Wohnwagen, aber er war neulich in dieser Stadt. Er könnte sich also noch in der Lies Hakonesia Pass aufhalten. Lady, du bist ein bisschen spät. Wir sind schon sehr viel weiter. Was? Oh. Okay. Sehr schön. Er ist auch voll gebracht. Ja, das war immer noch dieses Labor, oder? Oder war das eine Labor? Sah nicht anders aus? Irgendwie so immer noch das Gefühl, wir können ja Kostüm für Rain bekommen. Also sag mir nicht, ich muss dafür irgendwie das Gegenstandsbuch oder das Monsterbuch, was ich immer hier bekommen habe, vervollständigen. Wird wahrscheinlich der Fall sein, ne? Oh Gott. Feines Granulat. Wow, lohnt sich echt. Ich mache mich doch nicht lustig. Ich habe Respekt vor älteren Leuten. Krake. Die einfach so eine Krake mal ganz zufällig dabei. Natürlich. So, war ich da hinten schon? Hier war ich drin, ne? Hier ist aber der Dings drin, ne? Hier der Knabe, der. Ja. Wenn jetzt eingefallen ist, warum bist du neu drin? Okay. Ich bin nur eingebildet, habe ich gerade irgendwie so eine Sprechblase oder irgendwie sowas gesehen, so eine weiße, als ich rausgegangen bin. Ich bin auch nur eingebildet, ne? Ein bisschen hallos, tut mir leid. Also irgendwie ist nichts passiert. Diesen Part geil. Daumen hoch. Oh. Jetzt nochmal hier. Und endlich. Oh, Rain. Aisha, stimmt's? Stimmt etwas nicht? Bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Ich suche dich seit Ewigkeiten. Du suchst mich? Ja, du brauchst ein Kostüm, ne? Ja, würdest du bitte zum Bürgermeister gehen? Gut. Oh, Rain, du kommst genau zur richtigen Zeit. Was gibt's denn? Touristen, die ich beim Ritual auf der Steinplattform gesehen haben, verlangen, dass du das Ritual für sie wiederholst. Ich wusste es. Willst du nochmal die Ritualtänzerin auf den Steinplattformen spielen? Kommen Sie, Professor Rain, tun Sie es. Genau, ich würde es auch gerne sehen. Und wir aus Tetraola haben nur davon gehört. Mach schon, zeig uns deine verführerische Figur, Rain. Also gut, aber nur dieses eine Mal. Vielen Dank, begeben wir uns sofort zur Steinplattform. Es kommt voller überschwere Minispiel, was ich machen muss wahrscheinlich. Oh, die Ritualtänzerin ist so wunderschön. Genau, ich glaube, ich bin ihr größter Fan. Oh, Rain, du bist so eine wunderbare Person. Ach, das war... Wahnsinn, sie hat Fans dazu gewonnen. Ist nicht da, weil sie nicht wissen, wie sie in Wirklichkeit ist. Rain hält den Titel Mild. Geil. Okay, hat doch wenigstens noch im letzten Moment was geändert. Ergeben. Ihr wisst schon. Ein nettes Wort, Teil 2. Was? Ein nettes Wort, Teil 2. Schade, dass hier nicht ein weißer Kiwi nur mit rotem Rock ist. Okay.
Sehr schön. Das war ein wunderschöner Anblick. Ja. Die Figürchen hier. Ich weiß nicht. Ich weiß, ob er Sylph, aber das sind da drei Wesen hier gewesen. Das sind drei Wesen hier gewesen. Boah, geil. So, dann haben wir wieder ein, zwei Sachen erledigt. Innerhalb von 20 Minuten. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir zur nächsten Stadt, die Dingens war. Luin. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.